Hallo und herzlich willkommen zu Kriminalstories. Heute geht es um eine Frau, die durch Selbstjustiz zu einer Mörderin und berühmt wurde. Kaum eine andere Straftat hat die deutsche Öffentlichkeit so sehr bewegt, und das vielleicht sogar zu Recht. Am 6. März 1981, also vor fast genau 35 Jahren, erschoss Frau Marianne Bachmeier mitten im Gerichtssaal den Mörder ihrer Tochter. Marianne Bachmeier wuchs in Sarstedt auf, wohin ihre Eltern aus Ostpreußen während des Krieges geflüchtet waren. Das Paar trennte sich und die Mutter heiratete erneut. Bereits im Alter von 16 Jahren wurde Marianne Bachmeier Mutter und mit 18 Jahren wieder von ihrem damaligen Lebensgefährten schwanger. Kurz vor der Entbindung ihrer zweiten Tochter wurde sie vergewaltigt. Ihre ersten beiden Kinder gab sie jeweils kurz nach der Geburt zur Adoption frei. Im Jahr 1973 kam ihre dritte Tochter Anna zur Welt, die auch bei ihr aufwuchs. Nach der Geburt von Anna ließ sich Marianne Bachmeier sterilisieren. In der Lübecker Schulmacherstraße betrieb sie das Restaurant Tipassa, benannt nach einer Provinz in Algerien, das auch heute noch unter diesem Namen existiert. Am 5. Mai 1980 ging die damals 7-jährige Anna Bachmeier aus Trotz gegen ihre Mutter nicht zur Schule. Sie wollte eine gleichaltrige Freundin besuchen und fiel dabei dem 35-jährigen Fleischer Klaus Grabowski in die Hände. Er soll sie bei sich zu Hause mehrere Stunden festgehalten und anschließend mit einer Strumpfhose erwürgt haben. Laut Staatsanwaltschaft habe er das Mädchen gefesselt, in einen Karton gepackt und diesem am Ufer eines Kanals in eine Mulde abgelegt. Die Leiche soll er anschließend in ein Loch gelegt und mit Erde bedeckt haben. Klaus Grabowski war ein vorbestrafter Sexualstraftäter und war zuvor wegen sexuellen Missbrauchs an zwei Mädchen verurteilt worden. Während seiner Haft ließ er sich 1976 sterilisieren und unterzog sich 2 Jahre später einer Hormonbehandlung. Marianne Bachmeier und Christian Berthold, Ernes leiblicher Vater, erstatteten später erfolglos Strafanzeige gegen den Urologen, der diese Behandlung bei Grabowski angewandt und somit ihrer Meinung nach dessen Gefährlichkeit wiederhergestellt hatte. Anna will er nicht sexuell belästigt haben. Bei der polizeilichen Vernehmung gab er an, dass das Mädchen seiner Mutter erzählen wollte, er habe sie unsittlich berührt, mit dem Ziel, von ihm eine D-Mark zu erpressen. Am Abend wurde er in einer Gaststätte im alten Zollen festgenommen. Marianne Bachmeier schmuggelte am 6. März 1981 eine Pistole des Typs Beretta M1934 in den Gerichtssaal des Lübecker Landgerichtes und erschoss damit am 3. Verhandlungstag im Strafprozess den wegen Mordes zum Nachteil ihrer Tochter Anna angeklagten Klaus Grabowski. Sie erzielte mit der Waffe auf Klaus Grabowskis Rücken und drückte insgesamt 8-mal ab. 6 der Schüsse trafen. Der 35-jährige Angeklagte war sofort tot. Dieser wohl bislang bekannteste Fall von Selbstjustiz in der Bundesrepublik löste ein großes Medienecho aus und wurde in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Fernsehteams aus aller Welt reisten nach Lübeck, um über diesen Fall zu berichten. Reporter befragten auf der Straße zahlreiche Passanten über die Tat der 31-jährigen alleinerziehenden Mutter. Ein Großteil der Bevölkerung zeigte Verständnis für die Tat, andere verurteilten sie als nicht mit der Rechtsstaatlichkeit vereinbar. Marianne Bachmeier verkaufte ihre Lebensgeschichte für rund 250.000 Mark exklusiv an das Nachrichtenmagazin Stern. Sie vertraute sich Sternreporter Heiko Gebhardt an, der sie während ihrer Untersuchungshaft besuchen durfte. Am 2. November 1982 wurde Marianne Bachmeier vor Gericht zunächst wegen Mordes angeklagt. Später ließ die Anklage den Mordvorwurf fallen. Nach 28 Verhandlungstagen einigte sich die Kammer auf das Urteil. 4 Monate nach Verfahrenseröffnung wurde sie am 2. März 1983 von der Schwurgerichtskammer des Landesgerichts Lübeck wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu 6 Jahren Haft verurteilt. Damit ging einer der aufsehenserregendsten Prozesse der Nachkriegszeit zu Ende. Nach 3 Jahren Haft wurde sie vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Marianne Bachmeier heiratete 1985 und zog 1988 mit ihrem Ehemann, einem Lehrer, nach Lagos in Nigeria. Dort lebten sie in einem deutschen Camp, in dem ihr Lebensgefährte an der deutschen Schule unterrichtete. Sie ließ sich 1990 von ihm scheiden und ging nach Sizilien, wo sie in einem Hospiz in der Hauptstadt Palermo Sterbende pflegte. Nachdem sie erfahren hatte, dass sie an Krebs erkrankt war, kehrte sie nach Deutschland zurück.
Im Jahre 1994, also 13 Jahre nach ihrer Tat, gab sie ein Interview in Deutschlandfunk. Dieses werde ich auch gegen später nochmal verlesen. Am 21. September 1995 trat sie in der Talkshow Fliege in ARD auf. Sie gab zu, dass sie den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter nach reiflicher Überlegung erschossen habe, um Recht über ihn zu sprechen und ihn daran zu hindern, weitere Unwahrheiten über Anna zu verbreiten. Am 17. September 1996 starb Marianne Bachmeier im Alter von 46 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem Lübecker Krankenhaus. Es war eigentlich ihr Wunsch gewesen, in ihrer Wahlheimat Palermo zu sterben. Vor ihrem Tod bat sie noch den NRD-Reporter Lukas Maria Böhmer, sie mit einer Filmkamera in den letzten Lebensabschnitten zu begleiten. Auf dem Burgfriedhof in Lübeck ist sie im Grab ihrer Tochter Anna beigesetzt. Das war die Geschichte von einer Frau, die aufgrund ihrer Selbstjustiz gegenüber einem Kinderschänder berühmt wurde. Was haltet ihr denn davon? War die Tat überhaupt gerechtfertigt? Ich meine, immerhin ist ihr Kind ermordet worden. Hinterlasst einen Kommentar und wenn ihr keine Geschichte mehr verpassen möchtet, klickt auf den Knopf, der euer Leben viel besser machen wird. Abonnieren. Auch ich würde mich freuen. Wir hören uns.